Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 14.02.2018. Das heißt Valentinstag, der Tag der Liebe. Und wie ihr wisst, ist es normal, dass Frauen an diesem Tag etwas meist Romantisches bekommen. Ob ein romantisches Geschenk wie Blumen oder Pralinen oder ein romantisches Erlebnis wie ein Candlelight-Dinner mit ihrem Mann oder Freund oder Geliebten oder dem gruseligen Typ an der Bushaltestelle, die ihr immer zuruft: Hi, ich liebe dich! Okay, mit dem vielleicht nicht. Für Frauen ist das wahrscheinlich einer der schönsten Tage im Jahr. Aber für uns Männer? Blumenstrauß kaufen. Aber keinen ganz normalen Blumenstrauß. Rosen müssen es sein. Pralinen kaufen. Die 2 Euro für Milka tun's nicht. Es müssen die sauteuren Lindpralinen sein. Und dann noch essen gehen. Will man sie mit einem Schnitzel und Bier im Biergarten einladen? Nein, nein, nein. Candlelight-Dinner im Edelrestaurant. Und dann sitzt du als Mann in dem Restaurant und denkst dir schon: Blumen, Schokolade, oh Gott, wie viel kostet das Candlelight-Dinner jetzt? Hat willst eigentlich nur zu Hause auf der Couch mit einem Bier liegen und Champions League schauen, aber nein, du hast bei dem Candlelight-Dinner und denkst dir nur: Gibt es denn nichts, was kostenlos ist und auch romantisch? Doch, gibt es. Und darum geht es heute in diesem Video. Ich präsentiere euch heute 5 verschiedene Gedichte, die meistens lustig, aber auch teilweise etwas romantisch sind und mit denen ihr sicherlich eure Frau, eure Freundin, eure Geliebte oder euren Schwarm von der Bushaltestelle beeindrucken könnt. Viel Spaß! Das Gedicht eines Romantikers. Geliebte Lisa, mit diesem Gedicht möchte ich den ersten Schritt wagen. Denn seit ich dich kenne, möchte mein Herz dir etwas sagen. In meinem ganzen Leben habe ich viel Schönes gesehen. Doch keines dieser Dinge konnte es mit dir aufnehmen. Du bist so wunderschön und wundervoll. Ich glaubte es kaum. Ich dachte tagelang, ich befände mich in einem wunderschönen Traum. Mein Herz schlägt wie verrückt, wenn ich in deiner Nähe bin. Ein Leben weiter ohne dich hat für mich keinen Sinn. Deine Augen funkeln wie die Sterne, seidenweiches Haar. Du bist genauso wie du bist, einfach wunderbar. 5 Minuten deines Lächelns retten mir den Tag. 10 Millionen Schmetterlinge wollen, dass ich sag: Ich wünsche mir nichts mehr, als an deiner Seite zu gehen, dass wir zusammen in die ferne Zukunft sehen. Mailand, Karibik, Paris oder Lüttich, vollkommen egal, Hauptsache mit dir, denn ich liebe dich. Das Gedicht des zu coolen Machos. Digga, muss das sein? Ja, mach. Aber ich will das nicht. Komm schon, das schaffst du. Hi. Hi. Mist. Digga, wie ist sie nochmal? Willst du mich eigentlich verarschen? Du bist doch in die verknallt. Na, Timo, was soll der Mist? Ich heiße nicht Timo, ich heiße Tom. Oh. Und sie heißt Lisa. Wie? Lisa. Wie? Lisa. Ah. Okay. Hi, Lisa. Du bist toll. Ich bin toll. Lass doch zusammen sein. Hat sich das jetzt etwa gereimt? Okay. Ah, du bist keine dumme Gans. Ich hab einen großen... Hä? Glanz. Ha, ha, ha.
Ja, du bist halt viel schöner als ein gut gefüllter Döner. Das war jetzt nicht sehr romantisch. Ach, kein Bock mehr, lass Döner essen gehen. Das unheimliche und mysteriöse Gedicht. Du bist wirklich wundervoll und irgendwie geheimnisvoll. Du siehst echt super aus, findet auch mein Onkel Klaus. Ich will dich zu mir einladen, wirst du mich dann auch heiraten? Ich bin echt verrückt nach dir, wie ein wild gewordenes Tier. Komm zu mir, ich bitte dich. Es wird schön, zumindest für mich. Ich brauche dich mehr als du glaubst, weil du mir den Atem raubst. Ich warte in der Kanalisation seit 1908, warte ich auf dich schon. Ja, du bist wirklich heiß und ich bin Pennywise. Das Gedicht eines Lauchs. Hallo Lisa, du bist echt toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich mag dich wirklich sehr, aber Pizza, die mag ich noch mehr. Du bist wirklich hübsch und wundervoll. Aber Marie, die finde ich auch echt toll. Wie wär's mit einem Date? Wir machen dann aber was mir gefällt. Wir könnten in den Stripclub gehen. Dann könntest du mir bei der Arbeit zusehen. Oder wir könnten natürlich auch was essen gehen. Aber du zahlst. Ich werde mir eine Lauchcremesuppe nehmen. Aber versteck dann bitte deinen kleinen Bauch. Mach dich hübsch. Dann schmink ich mich auch. Aber es müssen dann 4 Jack Daniels und 3 Jägermeister, 5 bis 6 Bier und 2 Kellergeister und noch einen Willis saufen. Also musst du fahren, denn ich will nicht laufen. Sag mir einfach Bescheid, wann und wo. Und jetzt muss ich aber ganz, ganz dringend aufs Klo. Durchfall. Dragos Liebeserklärung. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ein Hund, wenn er verliebt ist, auch zum Romantiker werden kann? Ich würde sagen, wir schauen mal, ob das bei Drago der Fall ist. Liebe Bella, schon als ich dich das erste Mal sah, dachte ich nur, du bist wirklich ein Schöner. Doch dann kam Bello und machte sich an dich ran. Ich dachte nur, ich muss um dich kämpfen. Ich stürmte auf Bello los und rief, und schon lief der Feigling weg. Jetzt möchte ich dich fragen, willst du mal mit mir fressen? Wir können uns meinen Napf teilen. Mein Herrchen, Viperboy, hat da bestimmt nichts dagegen. Er ist der Beste. Danach können wir auch zusammen Gassi gehen und im Dreck spielen. Bitte, du bekommst auch 3 meiner Leckerlis. Ich mag dich genauso sehr wie Rexy. Ich erwarte deine Antwort, wenn wir uns wiedersehen. Ist ja und ist nein. In hechelnder Liebe, Drago. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die 4 Gedichte und Dragos Liebeserklärung gefallen. Falls ja, lasst mir doch bitte ein Like da. Hier könnt ihr meinen Kanal ganz leicht abonnieren. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welches dieser Gedichte ihr am besten fandet und ob ihr selbst Romantiker oder eher kein Romantiker seid. Zu guter Letzt könnt ihr hier oben noch das Finale unserer Stadt-Land-Fluss-Challenge anschauen, falls es euch interessiert. Und hier könnt ihr das Video anschauen, wo ich meinen kleinen Hund vorgestellt habe. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Wir sehen uns dann da. Bis dahin.
Tschüss.